Guten Morgen, lieben Bratschistinnen und Bratschisten. Wir wollen heute den Bogenwechsel am Frosch untersuchen. Und zwar müssen wir uns als erstes fragen, wo fängt der Bogenwechsel an und in welche Reihenfolge geht er durch den Arm, damit der Bogen irgendwann umdreht und was ist dabei wichtig zu beachten. Ich werde versuchen, euch da durchzuführen. Wir üben also ausschließlich am Frosch, das ist das Schwerste, ja. Und wir üben von Aufstrich zum Abstrich in langsamer Geschwindigkeit. Und wir konzentrieren uns darauf, dass wir die Geschwindigkeit beim Umdrehen nicht schneller haben als die Geschwindigkeit beim Streichen. Also wenn ich so streiche, im Abstrich wie im Aufstrich, dann möchte ich versuchen, mit derselben Geschwindigkeit umzudrehen. Und ich möchte also vermeiden, dass ich eine Verschnellerung beim Umdrehen habe. Das nenne ich aus der Kurve fliegen. Wie beim Auto, wenn man ein bisschen zu schnell um die Kurve geht. Ich mache nochmal. Konzentrieren uns, dass der Bogen nicht schnell um die Ecke geht, sondern genau in derselbe Geschwindigkeit, wie man vorher gefahren ist, gestrichen hat und wie man nachher streichen möchte. Wichtig. Der zweite Punkt ist, wo fängt es an? Für mich fängt es im Schulterblatt an. Der Schulterblatt war der erste, der im Abstrich gearbeitet hat. Auch der erste, der wieder den Aufstrich initiiert. Wenn ich es umdrehen will, muss mein Schulterblatt wieder die Richtung verändern. Also meine Schulter muss wieder nach hinten gehen. Das heißt, die Schulter geht zuerst. Schulter. Nach der Schulter kommt der Ellbogen. Schulter und Ellbogen haben sich jetzt gerade umgedreht. Ja? Der Rest noch nicht. Der Rest ist noch in der Aufstrichsituation. Ich mache nochmal. Schulter, Ellbogen. Wenn Schulter und Ellbogen sich umgedreht haben, was kommt danach? Handgelenk. Wie eine Peitsche. Wenn ich diese Bewegung oder eine Flügelbewegung mache, dann habe ich nicht die Hand irgendwie zuerst fliegt, ja, oder flattert, sondern es geht alles ineinander ein. Oder wie eine echte Welle, ja, wie eine Welle vom Meer. Da geht jede Molekül vom Wasser nacheinander. Und dann kommt die Krone. Und die Krone ist das Umdrehen. Das ist da, wo das Weiße kommt. Glaub mir, ich komme aus der Bretagne. Ich weiß auf jeden Fall, was Wellen angeht, weiß ich, wovon ich spreche. Okay, also nochmal. Schulter, Ellbogen, Handgelenk dreht um. Nach dem Handgelenk kommen alle anderen kleine Gelenke nacheinander der Hand. Jeder Gelenk nacheinander. Es ist ganz wichtig, dass es kein Gelenk gibt, der steif wäre und der dieses flüssiges Umdrehen stören würde. Handgelenk, Handrücken, Fingergelenke, Daumengelenk. Ganz wichtig, ihr werdet sehen, auch Pädagogen, wenn euren Schülern den fünften Finger und den Daumen nicht beugen können, also wenn sie diese Bewegung in der Luft nicht machen können, werden sie auch kein gutes Umdrehen haben, leider. Also, das Beugen von dem fünften und von dem großen Gelenk von dem Daumen ist Voraussetzung dafür, dass ihr die Welle schaffen könnt. Die Welle ist, wie gesagt, ich bin wieder nur am Frosch, Schulter, Ellbogen, Angelenk, Handrücken, Fingergelenk. Fingergelenk, Daumengelenk müssen gleichzeitig. Ja. Wenn wir auf der G- und der D-Seite sind, können wir wirklich so umdrehen, ohne dass wir den Bogen großartig einrollen. Also, die Reihenfolge ist wichtig, das Federn ist wichtig
Und jetzt kommt noch der dritte Punkt. Pronation, Supination. Pronation ist eindrehen, Supination ist ausdrehen. Ihr braucht eine gute Pronation, damit es klappt. Wenn ihr am Frosch kommt, verliert ihr ein bisschen Pronation, das ist auch normal. Passt aber auf, dass ihr nicht zu viel Pronation verliert. Ja? Also keine seitliche Seitwärtsbewegung mit dem Bogen habt, sondern ihr fährt entlang derselbe Plane. Ja? Wenn ihr zu viel Pronation habt, dann werdet ihr so ein Bild haben, auch wenn es hier weich wäre. Wenn ihr zu viel Pronation habt, verhindert ihr, dass die Finger beugen können, dass die Finger federn können. Wenn ihr zu viel Supination habt, habt ihr nur gebeugten Fingern und ihr könnt nicht gut übertragen das Gewicht auf der Seite. Deswegen werdet ihr dann bei zu viel Supination drücken. So, ja? Also nochmal. Deswegen war das erste die heilige Seitenebene. Seitenebene ist das Wichtigste. Dann, wenn ihr eine gute Pronation habt, nicht zu viel, nicht zu wenig, die Welle organisieren von der Schulter zum Ellbogen, zum Handgelenk, zu dem Fingergelenk und nicht zu vergessen mit dem drei Daumengelenke, die diagonal zu dem fünften Finger schließen. Okay? Mein letzter Tipp für heute, und dann ist es schon viel Information, versucht, eurem Atem fließen zu lassen beim Bogenwechsel. Meine Beobachtung ist, dass viele Musiker in dem Moment des Wechselns die Atmung blockieren und dann kriegen wir natürlich einen harten. Also es ist viel schwieriger, eine weiche Bewegung auszuführen, die organisch ist, wenn der Atmung, wenn die Atmung blockiert ist. Ja? Deswegen versucht mal einatmen, ausatmen, umdrehen. Einatmen, ausatmen, umdrehen. Ja? Und wenn ihr lustig seid, aber das ist jetzt Bonus, ja, das ist schon mehr Punkten, was ich sagen wollte, könnt ihr auch im Spiegel üben und ihr könnt gucken, ob ihr mit den Augen blinzelt. Manchmal macht man so. Das ist alles ein Rest von Blockade. Das ist alles ein Rest von Angst. Ja, also bemüht euch, auf eine freie Atmung die Bewegung fließen zu lassen. Ja, ich hoffe, das war klar. Schreibt in den Kommentaren, wenn ihr was nicht versteht. Und übt es mal und dann sagt mir, wie das bei euch klappt. Ich bin sehr gespannt. Das ist eine von den wichtigsten Techniken, die wir als Bratscha brauchen. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Ein weiches Bogenwechsel am Frosch. Ich wünsche euch viel, ich drücke die Daumen, ja, dass ihr das schafft. Bis bald. Ciao, ciao.